Freude am Fahren steht hier direkt über Startziel. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ich glaube, Freude am Fahren werden wir heute auch wieder haben. Wer ist wir? Das sind Spatboy, Letney, Max Jager und Mezzo. Hallihallo. Servus. Hallo. Hallo. Ja, und heute ist wieder dran eine Strecke von Ichens. Wer sich da so dran erinnern mag, das war die erste Einsendung, die wir hier bei Track Day von einem Zuschauer bekommen haben. Und die Strecke, also als erste Einsendung, absolut übergenial und einfach eine selbstgebaute Rennstrecke. Damals die Vorlenau-Schleife, heute eben der Pinewood Hills Raceway. Ganz ist wieder, wie, das kann man jetzt im Nachhinein auch nochmal nachtragen, die Vorlenau-Schleife eine erfundene Rennstrecke. Also sie basiert jetzt nicht auf einem echten Vorbild. Dennoch, so steht im Text geschrieben, orientieren sich einige der Kurven eben an realen Rennstrecken. Also haben wir so ein bisschen einen Mischmasch. Und das Ganze eben wieder auf Kastenuntergrund gebaut. Mit Höhenunterschieden und genau, als Fahrzeug wurde sich gewünscht, jetzt hat S1 Track Toy im also mitgeschrieben wurde, der 488 Pister. Das ist so der Text, kein Wunsch, aber es sollte in die Richtung gehen. Ich glaube, da sind wir mit dem Porsche auch richtig dabei. Einfach mal ein bisschen eine Auswahl an 911 GT3 RS und 911 GT3 Modellen. Von 2016, den ich fahre, bis 2021 eben der 992er, also zwei Generationen und eben das Facelift der 991.2 auch dabei. Genau, wer da wissen will, wie die... Oh, ich kenne die Kurve. Nur in die falsche Richtung geht sie. Genau. Wer da wissen will, wie sich das verhält zwischen neuem und alten Porsche, da haben wir erst letzte Woche freitags ein Video dazu gemacht, aber eben heute... Da sind wir dann eben auf den Schluss gekommen, diese Autos sind Rennstreckenautos, die muss man eigentlich auf die Rennstrecke auch mal ausführen. Und genau das haben wir heute gemacht und ich glaube, so ein paar Kurven hat man schon wiedererkannt. Also zumindest ich habe bei ein paar Kurven so die Vorstellung, wo die herkommen und ich würde sagen, wir haben Autos, die rennstreckentauglich sind. Wir sind auf einer Rennstrecke, von dem her würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Rennen rein und fahren nach einer Einführungsrunde mal los. Und dann ist es jetzt natürlich hart anbremsen für die erste Kurve. Oh, sorry, da bremst er gar nicht. Ja, und ich würde sagen, das ist schon wieder einfach eine gigantische Einsendung. Ja, definitiv. Wir haben brutal gute Kraft. Sorry. Oh, du schlecht erwischt. Die Boxengasse will ich mir unbedingt auch nochmal anschauen. Sonst eine sehr schnelle erste Grad hier bergab, also auch richtig schön mit dem Höhenunterschied, dass man richtig weit sieht. Wow! Sorry, bremst man ja gar nicht. Dann enge Kurve. Das Rausbeschleunigen geht natürlich im Porsche besonders gut. Das Auto mit dem Gewicht hinten hat ordentlich Grip, auf den er es auf die Heckachse bringt. Entsprechend gut lässt sich das Ganze fahren. Hier die Curbs teilweise ein bisschen anspruchsvoller. Kommen wir hier oben ein bisschen weit raus. Ein bisschen auf den Dirt. Im Hintergrund sieht man Berg hin und her ploppen. Das wundert mich, René. Du hast doch hier den besten PC. Nehme ich einfach mal an. Ploppt auch hin und weg. Ja, das ist einfach, liegt unter anderem an den Custom Props, die hier gesetzt wurden. Sieht man ja, die Bäume, die Strecke selber, das ist einfach ultra viel gebaut und das ist natürlich, da nimmt man im Hintergrund weg ploppenden Berg gerne in Kauf, weil das fährt sich halt auch wieder. Das ist nicht nur optisch, dass man sich wirklich wie auf einer Rennstrecke fühlt, das ist auch wirklich fahrerisch. Geil. Ja, Strecke fährt sich mega, also gerade auf der Kurvenflow ist mega gemacht. Und ja, man erkennt so die eine oder andere Kurve dann doch wieder. Das erste Cup of the Americans. Währenddessen die Boxengasse, wie heißt die von 1 Strecke, wo die Boxen auf der anderen Seite rauskommen? So unter der Rennstrecke durchgeht. Jedenfalls geht's links in die Boxengasse rein und rechts kommt dann die Linie wieder raus. Dann haben wir Erpin, wo ich jetzt nicht drauf deuten könnte, von welcher Rennstrecke sie kommt. Ne, ich jetzt auch nicht. Aber dann wahrscheinlich auf einigen Strecken Erpins. Dann geht hier ein Stück legendär. Rückweg auf einmal links, rechts, enge Kurve. Vielleicht die Korkenzieherkurve. Corkscrew, genau. Von Laguna Seca. Dann geht es jetzt hier nochmal hart anbremsen. Auf links rum geht es ein bisschen schneller.
Haben wir nochmal eine Schikane drin, auch da, sorry, muss ich mich passen. Aber dann hier eindeutig zu erkennen vom Nürburgring, das Karussell mit den Steinplatten, die auch wirklich anders eingefärbt sind. Jetzt hier ein bisschen zu weit neben der Strecke her, auf dem Dirt. Dafür ist der Porsche nicht ganz gebaut, aber dann haben wir hier am Schluss nochmal eine Steilkurve aller Solder, die dann auch wie in Solder auf die Zielgerade führt. Mal schöner an der Mauer vorbei hämmern. Hier auch geil gemacht, der Backpoint ist breit genug, dass er eben auch in die Box reinführt. Ich würde sagen, wir machen mindestens einen Boxenstopp, wo wir durch die Boxengasse durchfahren. Auf jeden Fall, aber dann auch mit Pitlimit, oder? Schätze genau, ich jetzt mal. 50 km/h. Ihr habt doch alle die Taste belegt in Forza, oder? Natürlich. Definitiv. Bin auch wieder schön gearbeitet. Also, aber eigentlich müssen wir zum Schluss die letzte Runde auch nochmal langsam rumfahren und gucken, ob es hier auch Notausgänge gibt, ne? Auf jeden Fall. Wobei ich habe halt auch so irgendwie die Frage, hier steht Drive into the Pit Garage to end the event early. In der Beschreibung stand irgendwas davon, dass man dann wieder Handbremse drücken muss. Fahr jetzt einfach mal auf gut Glück durch die Box durch. Und sollte das Event dadurch für mich beendet werden, dann ist dem so. Und dann also beenden wir mal, fahren wir einfach jetzt alle durch die Box, dann starten wir nochmal, würde ich sagen. Falls ihr so ungeduldige Zuschauer seid, die das gar nicht erwarten können und holt nach der Zolderkurve, also nach der langen Linkskurve, geht direkt links in die Box rein. Weil sie jetzt vorspult und da ich dann wundert, warum in ein paar Sekunden wieder 10 Runden draufstehen. Die, die jetzt aufgepasst haben, die wissen es. Die, die dabei geblieben sind. Und hier geht's links in die Box rein. Achso, da ist die Box. Oh, hart anbremsen. Das ist eine enge Kurve. Boxengasse wirklich schön auch wieder ausgebaut. Also da hast du wirklich die Garagen, wo du auch reinfahren kannst. Ich hab gleich Vorsorgkarte. Dann geht's im Tunnel. Müsste Brasilien sein, oder? Da ist doch das, die unter der Rennstrecke durchfährst, oder? Bin ich jetzt blöd. Irgendwas arabische Länder. Wo ist denn 5? Ah, hier ist sogar irgendwas arabisches. Da ist irgend so eine Linie drin. Ich bin jetzt aber schnell durchgefahren, sorry. Einfach sicher, dass man keinen Unfall baut. SG30. Ich würde schon sagen, wieso du so schnell da durchfährst. Ja, Lorenz, da musst du nochmal durchfahren. Ja. Ja, mach ich. Erst sagen hier, wir fahren alle langsam durch und dann heizt er hier durch. Metz hat gesagt, mit Limiter. Ich habe nur zugestimmt, aber ist nicht verinnerlicht. Ah, Metzo, hier ist Pit Limiter immer noch aktiv. Hier ist? Nee, da war doch eine weiße Linie. Stopp in Go 30. Alles die weiße Linie kam wie später, Metzo. Da war eine weiße Linie bei mir. Nein, ich gebe zu, es waren weiße Mäuse. Auch, also, gerade als ihr großer Nürburgring-Fan, dass das Karussell eingebaut hast, also nochmal danke hier wirklich auch nochmal raus an ich Jens, dass du hier das Karussell eingebaut hast, dass sich dann auch noch so gut fährt. Absolut genial. Gefällt mir richtig, richtig gut. Kurve nach der ersten Hairpin, also nach Start-Ziel, erinnert mich so ganz leicht an Urush, muss ich gestehen, vom Flow her. Die Hairpin. Nach der Hairpin. Okay, ja. Geht bergab. Hier vorm Tunnel ist eine weiße Linie, ich gebe mir zurecht, ab hier gebe ich Stoff. Schon, gell? Ja. Wusste ich's doch. So, jetzt hat natürlich der... Peter kommt aber nochmal eine. Neue 911 GT3, das die Führung übernommen. Das muss ich als GT3 RS-Fahrer. Wir verteidigen jetzt aber. Denn ich habe mir natürlich hier Meterfahrer, der finden wir das Auto mit dem höchsten LI rausgesucht. Ein bisschen weit. Und E-Sport, ja. Lorenz. Das ist auch so, das wundert mich in Potsdam so ein bisschen, weil ich meine, dass der 911 GT3, dem fehlt das RS. Ah. Also, das ist jetzt nicht das Top-Modell von Porsche, aber zwischen dem 991 und dem 991.2, also dem 2016er, den ich fahre, und dem 2019er, den Metz und Bettany fahren, es sind ja beides die RS-Modelle und die haben sozusagen das Facelift, also eigentlich die schnellere Variante,
frage mich, warum es in Forza unterschiedlich ist. Ich meine, was hier der Fall ist, die Aero wird ein bisschen anders berechnet. Der 2016er hat einen höheren Topspeed. Aber genauer kann ich es leider nicht sagen. Ich meine, Max Jager, du bist doch unser Auto. Crack. Was ist? Warum der 2016er RS mehr LI hat als der 2019er? Boah, das liegt an Forza, keine Ahnung. Okay. Da kann ich nicht sagen, das ist Forza. Weil guck mal, der 2021er, den ich glaube ich hier fahre, der hat ja auch am wenigsten LI. War es ja, eigentlich. Aber ich meine, da ist es ja, das ist nur das GT3 Modell, nicht das GT3 RS. Ja. Modell heißt, da macht es ja sozusagen Sinn. Ja, obwohl ja der Unterschied, Sinn. Also der GT3 und der GT3 RS von 19 schon sehr ähnlich sind, ne? Also eigentlich ja, müsste deiner wirklich ein Stück schneller sein noch, ne? Ja. Also wie gesagt, Topspeed hat der GT3 RS von 2016 ein bisschen höheren, also da wird wohl die Aerodynamik etwas anders berechnet, weil er hat jetzt nicht mehr Leistung. Oh ja, ist halt so. Die Frage, macht Max Jager gerade gemütlich, dass ich wieder rankomme, oder ist das Auto tatsächlich schneller? Fragen über Fragen. Mal ein ganz gemütlich gerade. Okay, oder hat er schon Reifenschaden? Genau. Weil ich gebe dem Auto, dem GT3 RS ja gerade voll die Sporen, dass ich überhaupt irgendwie wieder rankomme. Ja. Also unterstreichen. Vor der 9. Runde, also Ende 8. Runde, treffen wir uns an der Start-Ziellinie. Ja, dass wir dann auch nochmal genau gut Zeit haben. Weil dann haben wir zwei Runden zum Rundenfahren und gucken. Also ich habe schon hier auf der Strecke gesehen, da sind einige Ausgänge da. Ja, da gibt es einiges zu erkunden, glaube ich. Mhm. Da hat man wahrscheinlich schon in Runde 3 anfangen müssen, damit wir alles finden. Wird einfach Runde 8, also Ende Runde 8 in die Box fahren und dort aufeinander warten. Wir auf der Rennstrecke warten geht ja gar nicht. Wenn wir stehen bleiben. Und dann geht's hier. Ich hat ja unter das letzte Video drunter geschrieben, er hätte nicht gedacht, dass irgendwer alle seine Notausgänge besucht. Also müssen wir das auch dieses Mal wieder tun. Ja, aber ich finde, das war Edelmann. Im Edelmann-Circuit. Ah, okay. Ja, auch andere Strecken-Creator haben geile Rennstrecken gebaut, eingesendet mit Notausgänge, mit drumherum um die Rennstrece. Bei Ichens sind wir über die Bande drüber gesprungen und haben die Strecke, ja genau. Uns das von unten angeschaut. Jetzt habe ich es verwechselt. Ja, also da auch einfach nochmal an der Stelle hier der Dank an jeden, der hier einsendet. Weil, ganz ehrlich, als ich das Formular geschrieben habe, habe ich jetzt nicht gedacht, also nicht einerseits nicht gewusst, ob wir überhaupt Einsendungen bekommen. Ich hätte nie mit damit gerechnet, was für eine Qualität die Einsendungen haben. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Halt also ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet. Nee, keiner, glaube ich. Und dass wir jetzt auch wirklich da noch ein paar Strecken haben, also, ja. Soll nicht heißen, dass ihr keine mehr einsenden sollt, aber... Soll eigentlich eher heißen, also, macht so weiter. In die Box fahren, genau. Ja, wow. Ja. Die Boxen warten aufeinander, dass wir dann gemeinsam umherfahren können. Ich gehe jetzt mal voll nach Rundstrecken regeln, ich drehe mal um und fahre wieder in die Box. Okay. Ich habe mir eine Box ausgesucht, das ist meine. Ja, wie viele Garagen sind offen? 1, 2, 3, 4. Wer zuletzt ankommt, hat keine Box mehr übrig. Komm nur als letztes an, weil ich mich als einziger an dem Pitlimiter gehalten habe. Ey, genau, mal du gewandt. 60. 60? Ja. Ungefähr. Halt. Geschwindigkeit halten. Also wir haben schon mal erstens hier hinten einen Tower. Ein Race Control Tower, so ungefähr. Zum Anschauen, wir haben ein bisschen Zelte. Wir haben eben eine brutal geil gebaute Boxengasse. Wir haben ein paar Grandstands, also Zuschauertribünen. Wo die Zuschauer können wirklich eine schön lange Zielgerade, wo die alle anschauen können. Wir haben auch, ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich ist oder wenn ihr mal zum Berg rüber schaut, dass da ein paar Steine aufgeschichtet sind. Ich glaube, die sind da custom hingesetzt. Ja, heißt auch da einfach nochmal, dass wenn man schnell dran vorbeifährt, achtet man gar nicht drauf, aber es gibt einfach der Umgebung nochmal so ein bisschen was.
würde ich sagen, fahren wir mal gemütlich weiter, ob uns noch was auffällt. Natürlich am Anfang schon Freude am Fahren hier bei Stadtziel und eine Ampel. Freude am Fahren. Ja, aber halt immer rot, das Mezzo sucht schon die ersten Geheimgänge. Ja, da hinten kann man auf jeden Fall komplett durchfahren. Okay. Hinter der Boxengasse, also hinter den Boxen. Wo es uns hinführt. Kommt noch, ja, viele Zelte auf jeden Fall, hier schön schattig, zum Ausruhen. Auch zum Foto machen, könnt ihr mir vorstellen. Ich finde halt, dass hier hinten also da geht's auch noch ewig weiter, gebaut Leute. Wird, ne, ist halt krass. Weil, da muss man ja nochmal extra Flaschen zusetzen. Ein Stein? Oh ja, das ist echt ein Stein. Oh, rückwärts. Dann haben wir hier nochmal Zelte, wir haben wow, Wahnsinn, da geht's ein bisschen Parkplatz. Da geht's runter. Da kann man ausfahren. Wo geht's da hin? Mit einem Ausfahrt. So richtige Boxengas. Ja, voll geil, da kannst du Berge rausfahren. Jawohl. Also, letztens noch rausgesprungen sind über die Wand drüber, haben wir jetzt eine offizielle Ausfahrt bekommen. Also es ist schon mega jetzt gerade. Ja gut, aber hier hat er nichts mehr gebaut. Oh nein, armer René. Kann ich noch mehr kommen. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch 10 Minuten rumfahre, finde ich noch irgendwo was. Aber guck mal von hier, wie sieht man erstmal, wie krass das eigentlich wie viel gebaut ist, ne? Wie viel. Ja, ja gut, wir folgen dem Fall, der wieder reinzeigt, weil ich glaube, drinnen gibt es eben mehr zu entdecken als draußen. Die Welt draußen kennen wir inzwischen gut genug. Sicher? Ja. Au. Hier kann man nochmal. So, hier könnte man das nächste Mal mit so einem Offroader kommen, hier über die Steine drüber fahren. Aber wir haben Rennautos, wir fahren jetzt nicht über irgendwelche Steine drüber, wir fahren jetzt zurück zur Rennstrecke und schauen weiter umher. Das ist schon geil gebaut. Ja, ist richtig geil gemacht. Lorenz erstmal gepixelt. Da kann der Steine. Hui! Oh. Oh, tschüss, Max! Tschüss, Max! Wir wissen, wo Max wieder reinfahren kann. Gar nicht so schlecht. Oder? Da gibt's doch auch was, ne? Autoposition, so ist das die Strecke. Ja. Ich hänge hier fest. Auf Autoposition, Pause, Autoposition, zurücksetzen. Ja. Ich komme mal wieder zu euch, ne? Mach das! So, also die Strecke ist schon mal nicht Max sicher? Nee. Hier wieder. Hui. Hier geht's nicht weiter hinterm Zelt. Aber jetzt fahren wir hier eben im Boxenausgang. Hier siehst du, René, erste weiße Linie. Ah, warte, bleib mal da stehen. Ja, ja hier? Ja. Erste weiße Linie, definitiv. Gut, da an. Keine dieser Linien ein 50er-Schild aufgestellt ist. Ja, ich habe halt die nächste genommen. Ja, aber ich finde diesen Fehler. Tunnel die hab ich nicht ganz gesehen. Cool. Ja, schon. Ja. Aber da wäre auch nochmal eine Linie gewesen, also. Ja, und hier sind sozusagen ganz viele Linien durch, wie die Strecke einfach zusammengesetzt ist. Und hier ist nochmal eine, wo auch die Mauer aufhört. Das ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich, von dem hier passt schon. Ja. Keine kriegt eine Strafe mehr. Ich habe die Strafe abgesetzt, weil ich wirklich über die Linie überfahren habe. 30 Sekunden Strafe und 2 Strafpunkte. Oh no! Und waren wir hier an einem custom gesetzten Wald vorbei. Das finde ich auch, schaut einfach gut aus irgendwie. Ja, es schaut mega geil aus. Haben wir hier eine Stadt? Ich frage mich, ob man hier rechts auch hinkommt, weil das schaut auch so aus. Hier finde ich auch die Bremsschilder, also ziemlich cool. Auch hier dieser dunklere Asphalt, wenn ich einmal rauskomme, weil ich zu spät gebremst habe. Aber super Grip gehabt, hat mich schön am Leben gehalten. Da hinten muss man, glaube ich, irgendwie rauskommen, weil da sind noch so die ganzen Torbögen und sowas. Bin ich mir relativ sicher. Hier links haben wir keine Wand mehr, sondern einfach nur noch links gleich rauskommen. Ich. Ja, hier vorne. Da oben. Das ist ja auch. Er kommt drauf, sowas noch zu bauen, weil irgendwo, das eine ist ja eine geile Rennstrecke bauen und das haben wir hier definitiv. Das andere ist, damit aus Rennstrecke ein Kunstwerk wird, ist einfach das, was hier gebaut ist, würde ich mal so sagen. Ja. Ja, auch guck dir mal an, was er aus den Bögen da oben gebaut hat, also. Ja, in so einer Art Riesenrad oder irgendwie so. Aber hier kann man runterfahren. Ich häng fest. Schneller fahren, dann geht das. Hol mal zurück. Ja, ich auch. Metzer ist auch runtergefallen.
schnell fahren und an der Wand entlang fahren. Gut, es war wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass hier irgendwer mal hinfährt. Ja. Ach, wenn er es gewusst hat, dann vielleicht schon. Dass wir sowas machen. Ja, ich meine, warum hat er sonst hier hinten den Boden ausgebaut? Oh. Weil du siehst, das sind einzelne Blöcke. Das fehlt einfach einer. Ja. Weil auch hier, das siehst du ja, zum Beispiel das siehst du von der Rennstrecke. Vielleicht schon, aber vielleicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich Thumbnail machen werde. Setz dich an. Voll der dritte Circle hier. Aber wirklich. Dann hier auch wieder Zelte, Festivalbühne. Noch mehr von den Torbögen. Eben dem Ganzen auch was, weil du hast hier eben Stadt und du hast eben nicht nur eine Stadt, sondern halt wirklich Party in der Stadt, so ungefähr. Lichter. Aber irgendwie musst du hier noch hochkommen, weil. Oder? Ja. Wo hoch? Wo möchtest du hoch? Oder? Oben hoch, ja. Nee, das sind nur diese Curbs. Ja. Ja, das kann auch sein. Hopp. Aua. Oh, und hier werden wir außen an der Rennstrecke entlang. Hier nochmal Skulptur gutachten, unten durchfahren. Kommt man da durch? Ja, da kommt man durch. Unter dem Riesenrad. Ja. Anlauf. Ja, ich hänge fest. Nicht mehr. Mach Ärger. einfach zurückspulen. Okay. Hallo. Gut, also. Tschüss, Letni. Ich wollte gerade sagen, geht's da lang oder habe ich Letni seinen Namen nur noch fallen sehen? Ich hab's auch nicht. Da geht's nicht lang. Rückspulen ist aktiviert, also. Was ihr habt, ist neu aktiviert. Ist wahrscheinlich besser so. Ja. Ich sagen. Da war eine. Shopping-Tour in der Stadt ist abgeschlossen. Fahren wir weiter, ob wir noch was entdecken. Ja, irgendwo kommt auf jeden Fall links noch ein Ausgang. Da links Grand ist einer? Ja, nochmal Zuschauerstände. Stimmt, oh, da ja. Links ist einer. Ah. Ob der irgendwo hinführt? Aber es ist ein Ausgang. Gut, die anderen Ausgänge haben auch irgendwo hingeführt. Ja, auf jeden Fall ist ganz schön waldig hier. Ja. Ihr seht das nicht für unsere Autos gemacht, nein. Als er sagt, ihr okay. Oh. Weil irgendwer sagt, euch wurde 488 Pista empfohlen. Nein, ich glaube, auch der ist hier nicht besser geeignet. Ja, nicht so gut. Also ja, dann geht's nicht weiter, Letni. Oder, also, wenn du runterfallen möchtest, kannst du schon, aber. Also, ich hab's bis jetzt noch geschafft, noch nicht einmal runterzufallen. Ey, ich schon dritte Mal zurückgesetzt. Jetzt hier. Einfach so weiter. Machen wir über die Rennstrecke. Coole Radio. Hier, da vorne links. Ja, und rechts. Und rechts auch raus. Oh, fahren S links. Ich und René haben uns abgesprochen, wo es lang geht. Rechts ist nicht mehr so viel. Okay. Kommt man da auch hin? Tschüss. Oh, naja. Tschüss, Max. Adios. Ich hab mich eingekeilt. Oh no. Kann dich auch nicht rausschieben. Auch hier geht's immer wirklich weiter. Ich komme mal zurück zu euch, also. Ne? Da war an der Seite auch nicht. Ja. Nee. Ich wurde. Das sind halt nur noch Notausgänge, die du sozusagen von der Rennstrecke aus anschauen sollst. Ja. Ja gut, wer rechnet auch damit, dass jeder alle Notausgänge testet, ne? Habt ihr dieses enttäuschte Ja gehört? Also manche Leute noch mit nichts zufrieden zu bekommen. Hey, hier geht's nochmal raus. Ja, ganz im Ernst, die Strecke ist schon gut ja, gemacht. Also, wenn dann die Notausgänge halt nirgendwo hinführen, ist jetzt auch kein Weltuntergang, glaube ich. Oh, passt mal da durch? Ja. Aber geht's? Wenn sie irgendwo hinführen, ist es umso cooler. Geht, dann stecke ich gleich fest. Ich bin in den Büschen. Nein, warte. Nee. Nein, man kann sich nicht durchbacken. Vielleicht ich hänge fest. Mal aufs Auto. Ja, oder so. Nächstes Mal, Isetta auf der Pinewood Hills Rennstrecke. Hallo. Gut, da geht's nirgends so wirklich hin, außer wir sind noch weiter. Ich meine, andererseits, Metze wärst du auch nur hier rausgekommen und hier kann ich. Ja, ich wollte nur
wollte nur wissen, ob man durchfahren kann. Ich habe die Büsche kaputt gemacht. Das war ich jetzt nicht. Ach Mann, wie geht's denn wieder runter? Ja, ein paar Büsche kaputt machen. Ja, doof. Metze macht das jetzt auch nochmal kaputt. Nee, ich... mal schauen, ob man da hochfahren kann. Wäre schon geil gewesen. Was denn hier rechts? Büsche. Achso, die andere Seite der Strecke. Oh, Vorsicht. Da geht's hier einmal steil rum. Also, ehrlich, mein Highlight hier als Nürburgring-Fan, muss ich einfach sagen, hier haben wir ich gefunden. Geht's in die falsche Richtung und entsprechend muss ich jetzt nochmal umkehren. Um hier zu verifizieren, ob sie in die richtige, andere Richtung auch richtig fahrbar ist. Ui, ich empfehle euch, fahrt sie mal in die andere Richtung. Ja? Ja, macht's das mal. Oh ja, gute Empfehlung. Ich flieg erst mal weg. Also, ich auch. Nürburgring-Fan, not approved, sorry. Ja gut, aber Karussell, damit du ja in die andere Richtung in besser Vorsackanten hast, ne? Ja, klar. Und in die eine Richtung, also in die Richtung der Rennstrecke funktioniert es ja richtig gut, aber nur ein Karussell, das nur rechts rumgeht, ist kein Karussell. Ach. Lorenz, wenn du ganz lieb bitte sagst, vielleicht kriegst du noch einen Nürburgring gebaut. Oh, bitte. Ich suche es jetzt wert. Ich würde sagen, im Abschluss machen wir einfach nochmal den Motorsound ein bisschen laut und geben nochmal eine Runde richtig Stoff. Gesehen haben wir die Strecke in der Einsendung. Wenn jetzt noch jemand was sagen will, darf er es jetzt noch machen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Oh, ich werde gedacht, komm. Ja. Sorry. Ich war auf einmal da. Magst du bis hier so schnell? Echt? Nee. Warte mal. Karten. An manchen Stellen geht's. An manchen René Stellen. René hat es schon wieder. Ein kleines bisschen auch hier. Aber seid ihr in der 10. Runde? Ja. Ich nicht. Ich fahre noch eine extra Runde dann. Oh. Ja, dann wenn du das in 30 Sekunden schaffst. Wird wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben zurücksetzen, dass du irgendwie auf der anderen Seite von Startziel zurückgesetzt worden bist, ja. Dass das runterfallen kann schon sein. Ding. Bleib da. Danke fürs Anschieben. Eine grandiose Strecke zum Fahren. Und ich muss ja auch ansagen, was mir auch gefällt hier, die Anfahrt zum Karussell. Geht so ein bisschen bergauf und hat davon noch eine Schikane, dass du halt auch wirklich nicht zu schnell ankommst, dass du mit einer halbwegs realistischen Geschwindigkeit sogar zum Karussell ankommst, 140. Viel schneller fahren die ja auch nicht. Also einfach solche Details. Dass die Kurve möglichst realistisch das Gefühl hat, ist schon top. Gefällt mir einfach. Von dem her, an der Stelle, danke ich Jens, dass du hier die Strecke und weitere Strecken auch eingesendet hast. Ich glaube, wie die anderen, freue ich mich da brutal drauf, die auch noch auszutesten. Oh ja, wenn ihr das gerne, nicht verpassen gerne wollt, noch mehr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut doch, also lasst doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr bis dahin noch was machen wollt, fahrt mir nicht hinten rein, sondern schaut in die Beschreibung, da sind die anderen Sichten verlinkt. Da habt ihr weitere Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Servus.